gehört. Es gibt existenzielle Ängste, keine Arbeit, kein Geld und dann sind in vielen Familien auch noch alle auf engstem Raum zusammen. Was hilft, um das alles zu bewältigen? Naja, wir müssen in der Analyse tatsächlich sehen, dass wir keineswegs in einer Situation. Something better felt like home somehow when I left my scarf there at your sister's house. And you still got it in your drawer, even now. Seit ein paar Wochen bin ich jetzt aus Australien zurück und sitze nun hier in den immer gleichbleibenden vier Wänden, wie wahrscheinlich viele andere von euch auch. Normalerweise spielt sich mein Leben da draußen ab und jetzt sitze ich hier drin. Quarantäne, Tagebuch, Eintrag, Nummer? Ja, keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen. Fakt ist, mir geht es gut. Quarantäne tut mir nicht weh. Wenn Langeweile oder schlechte Laune meine einzigen Probleme sind, bade ich doch immer noch im Luxus. Außerdem gibt es weitaus Schlimmeres, als zu Hause zu bleiben. Wichtig ist es nur, oder für mich ist es wichtig, dass ich die Geschehnisse von außen nicht auf mein Inneres übertrage. Ich würde sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich mache das Beste aus meiner Situation. Ich akzeptiere das Hier und Jetzt, genauso wie es ist. Groß ändern kann ich es eh nicht. Meine Gedanken schweifen ab. Ich denke an meine Mutter, die ihren Laden schließen musste. Ich sehe ihren besorgten Blick. Ich spüre die Unruhe im Haus. Ich spüre die Angst. Ich denke an meinen Vater, der zwischen Kind und Arbeit steht. Ich denke an meinen Opa und hoffe, es geht ihm gut. Für mich bleibt nichts weiter übrig, als abzuwarten. Ich denke, der Neuanfang steht in den Startlöchern und wir sind alle bereit für die Zukunft. Der Alltag ist aufgebrochen, was mir bleibt, ist Zeit. Einmal nicht an morgen denken, sondern im Heute sein. Die Zeit lässt mich Prioritäten neu setzen, gibt mir Raum zur Reflexion, Raum zur Wahrnehmung meiner selbst. Der Blick richtet sich nach innen. Manchmal scheint es mir so, als würden viele Menschen nicht wissen, wie man mit Zeit umgeht. Ich nehme die Kamera in die Hand. Ich filme ein Video. Ich gestalte meinen eigenen Blog. Andere Menschen malen oder zeichnen. Ach, ich eher nicht. Ich glaube, ich hole die Gitarre vom Boden, probiere neue Rezepte aus, fange an zu lesen und entdecke vielleicht noch komplett neue Seiten an mir. Ich entdecke meine Kreativität neu. Langeweile macht doch irgendwie erfinderisch. Ich frage mich, ob wir die selbstverständlichen Dinge irgendwann sehen und nicht übersehen. Der Brunch am Sonntag fällt aus, die Regale im Supermarkt sind leer, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Der Spaziergang ist mein Highlight des Tages. Die letzten Monate stand ich täglich auf meinem Surfboard und jagte den Wellen Australiens hinterher. Heute schlendere ich durch den Wald nähe meiner Heimatstadt Bremen.
In die Natur zu flüchten scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, um dem Chaos zu entfliehen. An die frische Luft zu kommen. Weit weg von Zivilisation und Menschen. Als würde man einen Schritt zurückgehen. Zurück zu der Natur. Zurück zu den Wurzeln.